Bei Schmecksplosion feiern die Freundinnen Sophie und Bilge heute das Zuckerfest. Zusammen mit Bilges Oma backen sie für die Gäste Baklava und haben alle Hände voll zu tun. Merhaba, benim adım Bilge. Ich bin 10 Jahre alt. Meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich wohne in Ludwigshafen und heute feiern wir das Zuckerfest. In der Türkei ist auch noch meine Familie. Ja, und das macht auch Spaß, immer die zu besuchen. Und das finde ich auch immer schön an den Strand und so. Ich war auch in vielen Städten und auch in vielen Ländern, zum Beispiel in Kroatien. Und dann war ich in Prag und in Straßburg, in Köln. Wir feiern den Bayram. Der ist immer nach der Fastenzeit und dann bekommt man auch immer meistens Geld oder Süßigkeiten. Ob Bayram, Zuckerfest oder Ramadanfest. Auf der ganzen Welt feiern Muslime das Ende des Fastenmonats Ramadan. Über Tage oder Wochen wenig oder nichts zu essen, also zu fasten, ist in vielen Religionen üblich. Im Islam gehört das Fasten zu den 5 wichtigsten Geboten der Gläubigen. Fasten heißt für Muslime, im Monat Ramadan von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken zu verzichten. Wenn der Fastenmonat Ramadan vorbei ist, wird 3 Tage lang fröhlich gefeiert. Mit einem ausgiebigen Frühstück mit der ganzen Familie, gegenseitigen Besuchen, Geschenken für die Kinder und ganz vielen Köstlichkeiten wie Baklava, ein süßes Gebäck gefüllt mit Nüssen. Den Bayram finde ich auch immer ganz toll, weil man dann mit der Familie zusammen ist und man dann auch viele Geschenke bekommt. Ja, und dann kann man auch zu anderen Leuten gehen und dann klingeln und denen also einen schönen Bayram wünschen. Zum Zuckerfest hat Bilge auch ihre Freundin Sophie eingeladen. Wir feiern Weihnachten. Das ist ein bisschen ähnlich wie Ramadan. Da bekommt man auch Geschenke, nur das ist nach dem Abendessen. Also hier beim Zuckerfest bekommt man das nach dem Frühstück. Zum Frühstück kommen auch Verwandte von Bilge. Der Tisch wird gedeckt mit Brötchen, Wurst und Käse. Es gibt Tee und türkische Spezialitäten. Das ist Börek, also ist eigentlich der Überbegriff. Ist aber, ich glaube, besonders gut gelungen, weil das frische Jufka-Teig aus der Türkei war. Das hat mir mein Schwiegervater mitgebracht gehabt. Am Tisch Sophie und Bilge, Bilges Oma und Opa, Bilges Schwester Sedel, Bilges Papa Fatih, Tante Neslihan und ihr Mann Mohammed. Alle haben einen ganzen Monat über gefastet. Nur Bilge und Sophie nicht. Ich bin aufgeregt, wenn ich mal fasten soll, den ganzen Tag. Also das soll man eigentlich so ab der Pubertät. Und ich habe es schon manchmal so probiert, also so bis mittags oder mal bis um 6 oder so. Und eigentlich hat man mehr Durst als Hunger. In der Regel ist es bei deutschen Feinden so, dass sie denken, ja, wie könnte das ohne Wasser, ohne Trinken aushalten. Aber ich denke, wenn man diesen Willen hat und wir sind die Willensstärke, dann klappt das auch in der Regel sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich gestern Abend eben zum Iftar gegessen, zum Fastenbrechen. Normalerweise hätte ich jetzt bis heute Abend das durchgehalten. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir morgens auch schon tatsächlich schon wieder essen können. Also es ist schon witzig. Was für ein tolles Gefühl für die Erwachsenen. Bilge freut sich aber schon auf etwas anderes. Können wir jetzt Geschenke auspacken? Endlich. Der schönste Moment ist für mich nach dem Frühstück immer das Geschenke auspacken, weil dann werden endlich mal die Wünsche wahr, die man immer geträumt hat. Sophie, wir haben auch was für dich. Liebe Bilge, dies ist dein Gutschein für einmal Kletterwald mit Sophie. Ja, und bei mir steht das gleiche bloß mit Bilge. Ich habe gehört, dass du dir das gewünscht hast.
Danke. Ein bisschen wie Weihnachten. Bilge hat von ihrer Tante ein Wurfzelt bekommen. Das probieren die beiden Freundinnen gleich aus. Also ich finde die Bilge lieb. Sie hat auch immer tolle Ideen, die auch Spaß machen, was man jetzt spielen könnte oder so. Sie ist eine gute Freundin und wir unternehmen auch viel zusammen. Wir sind ja zusammen im Schwimmverein und da macht es auch viel Spaß, weil wir sind auch in der gleichen Gruppe. Also heute werde ich mit Sophie ein Baklava zubereiten, halt mit meiner Oma, die uns ein bisschen helfen wird. Also so richtig weiß ich jetzt nicht, was das ist. Das ist irgendein Gebäck, glaube ich, mit Nüssen, irgendwie sowas. Aber wie man das zubereitet und wie man das backt, das weiß ich auch noch nicht. Also ich lasse mich überraschen. Wie Baklava zubereitet wird, weiß bestimmt Bilges Oma. So wird es am Ende jedenfalls aussehen. Ich glaube, das wird richtig witzig, mit Sophie da zu backen. Los geht's! Als erstes machen die Köchinnen einen Sirup aus Wasser und Zucker. Wie viel Zucker? 3 Tassen Zucker. Ganz einfach. 3 Tassen Zucker auf 3 Tassen Wasser. Alles gut verrühren und zum Kochen bringen. Und wie lange muss das jetzt? Noch ein bisschen rühren. Magst du mal? Ja. Ja, wir haben beschlossen, dass die Oma mithilft, weil sie einfach die beste Erfahrung mit Baklava hat, im Gegenteil zu mir. Und ich glaube, die Mädels werden sich ganz geschickt anstellen. Die Bilge ist schon geschickt in der Küche, das weiß ich, weil sie diejenige ist, die mir auch gerne und viel in der Küche hilft. 250 Gramm Butter werden nun in der Pfanne geschmolzen. Dazu kommt ein Glas Öl. Können wir den Topf nach hinten und die Pfanne nach vorne, weil dann... Ja, okay, machen wir so. Jetzt. Gute Idee, denn bei dem Butterölgemisch ist noch einiges zu tun. Jetzt kommt der Supertrick. Also man muss den Schaum von der Flüssigkeit abnehmen, dass, wenn man das auf das Baklava tut, dass das nicht so braun wird. Die Blubberblasen im Schaum würden im Ofen platzen und eine schwarz verbrannte Kruste bilden. Das schmeckt nicht und sieht auch nicht schön aus. Braten, dann 2-3 Tropfen auf geht's schon noch. In den Sirup gibt Bilge einen Spritzer Zitrone. Sirup ist kalt. Ja. Baklava ist heiß, bisschen heiß, dann hoppe drauf. Okay, also wenn der Sirup kalt ist, das Baklava noch heiß, soll man es drauflegen? Ja. Okay. Das Baklava backt man traditionell. Indem man den Teig natürlich selbst herstellt. Und wir werden das heute mit fertigen Baklava-Jufka-Teig herstellen. Damit können die Kinder auch ganz gut alleine arbeiten und tatsächlich einen Baklava herstellen. Jetzt müssen wir die Walnüsse klein machen. Sollen wir alle reinmachen? Hm? Okay. Noch kleiner, ich kann durch noch große. Noch mehr. Oh, das ist noch stark, ne? Der Jufka-Teig ist ähnlich dünn wie ein Blätterteig. Der Teig wird von beiden Seiten eingefettet und mit den klein gehackten Walnüssen bestreut. Und jetzt kommt Trick 17, damit das Baklava sein typisches Aussehen bekommt. Also 3 Finger nur, gell? So 3 Finger schneiden. Fest. Mhm, genau. Dann jetzt. So. Nächste Teigplatte. Machst du selber, gell? Okay. Okay, jetzt. Na klar, kein Problem für die 2 Freundinnen. Wir haben ja schon mal zusammen Plätzchen gebacken. Dann haben wir auch heimlich ein bisschen Teig gegessen immer. Das war auch ganz lustig. Kannst auch mal was probieren. Jufka-Teig schmeckt wie Blätterteig, roh nicht besonders lecker. Die beiden schneiden wieder Röllchen, mundgerecht, und setzen sie in die Backform.
Bevor das Baklava in den Ofen kommt, gießen Sie etwas von der flüssigen Butter drüber, damit der Teig schön knusprig wird. Ich hoffe, wenn das Baklava fertig ist, dass es jedem schmecken wird. Und dass die nicht sagen, oh, das schmeckt mir jetzt gar nicht. So toll, wie das Baklava aussieht, schmeckt es bestimmt allen Gästen hervorragend. Ja, mal so schön braun. Ja. Jetzt noch etwas von dem süßen Sirup über die Röllchen gießen und mit Pistazien verzieren. Ob mir das schmeckt, das weiß ich noch nicht. So Pistazien oder so ist jetzt also nicht so gerne. Aber ich glaube, mit Teig wird das vielleicht besser schmecken. Bestimmt. Das Baklava muss erstmal abkühlen. Bilge, ihre Schwester Seyde und Sophie nutzen die Zeit. In der Türkei gibt es auch diese Bezeichnung Zuckerfest, was man auch im Deutschen kennt. Weil vieles Süßes gibt und die Kinder, sage ich mal, durch die Häuser gehen und bei den Nachbarn klingeln. Und dann bekommen sie halt vieles Süßes geschenkt. Neben Süßigkeiten gibt es manchmal sogar Geld. Das ist dann so ähnlich vielleicht wie Halloween. Da geht man ja auch rum, klingelt und da sagt man einen Spruch. Und dann bekommt man auch viele Süßigkeiten. Zurück zu Hause kommen auch schon die ersten Gäste an. Jetzt können die zwei Freundinnen endlich ihr selbstgebackenes Baklava servieren. Hallo. Wie schmeckt es denn? Schmeckt gut. War schön. Bitte. Ich finde die Baklava, die die zwei Mädels gemacht haben, echt toll. Also schmeckt lecker. Haben sie sehr gut hinbekommen. Hat mir sehr gut geschmeckt. Wir befinden uns im Monat Ramadan und von daher ist dieses Fest etwas Besonderes, eine Gabe, ein Geschenk, dass man dann mit der Familie wieder zusammenkommt und anschließend dann Freunde einlädt und sich dann während dem Essen schön austauschen kann und auch gut ins Gespräch kommen. Zur Erfrischung verteilt Bilge Zitronenwasser. Ich fand es heute auch schön, mal zu entdecken, wie andere Leute ihre Feste feiern. Mir hat der Tag heute richtig Spaß gemacht mit Sophie. Und auch das Rumlaufen, das hat mir schon Spaß gemacht. Was heißt guten Appetit auf Türkisch? Afiyet olsun. Okay. Also normalerweise esse ich ja nicht so gern Nüsse, aber mit dem Teig zusammen hat das gut geschmeckt. Es ist uns gut gelungen. Ja. Mit Tee und Baklava feiern Bilge, Sophie und die Erwachsenen den ersten Tag, an dem man wieder essen darf. Das Ende des Ramadan. Wenn ihr auch mal Baklava backen wollt, dann geht ihr auf www.schmexplosion.de.